Ja, grüß Gott, verehrtes treues Publikum der Vortragsreihe Wissenschaft für jedermann, immer mittwochs. Diesmal ist es etwas anders, ich sehe Sie nicht direkt, aber wie ich gehört habe, sind Sie zahlreich anwesend. Unser heutiger Vortrag geht um Tanz der Elektronen, Supraleitung und ihre Anwendung. Lassen Sie mich kurz unsere heutige Sprecherin vorstellen, Frau Johanna Jochum. Frau Johanna Jochum ist gebürtige Österreicherin, hat studiert an der ETH Zürich und 2012 dort ihre Masterarbeit angefertigt, noch in der Gruppe von Professor Butlock, ein Spezialist für Supraleitung. Nach ihrer Masterarbeit hat sie erst ein Jahr sich an der ETH Zürich als Postdoc bewährt, und dann aber entschlossen, in Belgien an der Katholischen Universität zu Löwen eine Doktorarbeit durchzuführen. Dort arbeitete sie bis 2018 und ist 2018 zu uns hier nach München gekommen, als Instrumentwissenschaftlerin, also Wissenschaftlerin, die verantwortlich ist für ein großes Instrument an der Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz. Und ihr Instrument ist wieder ein Instrument, was sehr in, ja, die Grundlagen der Supraleitung hineingeht, nämlich es befasst sich mit den Elektronen. Bevor wir jetzt Frau Jochum sprechen lassen, ganz kurze Einführung zum Thema Supraleitung. Supraleitung, ja. Cameron Owens an Quecksilber zum ersten Mal die Supraleitung entdeckt. Supraleitung, das heißt völlig ohne Dissipation, ohne Widerstand, Stromleitung. Wir im täglichen Leben kennen keinen Prozess, der dissipationslos ist. Wir kennen nichts, wo es nicht wenigstens etwas Reibung gibt. Die Physik macht es aber möglich, solche Zustände. Und Supraleitung wirklich verstanden wurde sie erst 1957 durch dieses berühmte Papier von Bardeen, Cooper, Schrieffer, die dann auch 1972 dafür den Nobelpreis bekommen haben, wo die klassische Supraleitung erklärt wurde, eben Cooper-Paare. Die Kräfte zwischen den Cooper-Paaren werden vermittelt durch die Bewegung der Gitterschwingungen der Phononen. Klassische Supraleitung. Jeder hat geträumt, dass es vielleicht irgendwann mal Supraleitung bei Raumtemperatur gibt, aber klassische endet irgendwo in der Gegend von 30 Kelvin. Und dann kam 1984 die große Überraschung, dass man Supraleiter gefunden hat, die bei Stickstofftemperaturen, Flüssigstickstoff, also 77 Kelvin und etwas höher, supraleitend waren. Die Physiker sind ja euphorisch immer. Wir nennen das dann Hochtemperatur-Supraleitung, obwohl es ja relativ tiefe Temperaturen sind. Das war Bettnorz und Müller, Nobelpreis dann ein Jahr später. Ich höre jetzt hier auf. Supraleitung ist also nach wie vor ein spannendes Thema und vielleicht, und das vielleicht, das sage ich eigentlich schon aus einer gewissen Überzeugung heraus, wird es uns irgendwann mal gelingen, auch Supraleitung bei Raumtemperatur zu haben. Die Bedeutung dessen wird Ihnen jetzt Frau Johanna Jochum vorstellen. Bitte, Frau Johanna, the floor is yours. Vielen Dank, Herr Petri, für diese nette Einführung. Und ja, ich sollte vielleicht nicht drücken. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir könnten in der Wüste Solaranlagen aufstellen oder im Meer Windräder aufstellen und könnten diesen Strom dann einfach irgendwo hinbringen, und zwar ohne Verluste, direkt bis in Ihr Wohnzimmer. Das ist möglich, das wird heute auch schon getestet, und zwar mit so einem Kabel. Das ist ein supraleitendes Kabel. Und das erste bzw. das längste dieser Kabel ist tatsächlich schon seit einigen Jahren in Deutschland in Benutzung. Und zwar in Essen. Und dort führt es vom Umspannwerk Herkules zum Umspannwerk Delbrücke und transportiert den Strom quasi ohne jegliche Verluste. Aber wie ist das überhaupt möglich? Und dazu werde ich Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen. Und damit wir alle am gleichen Punkt anfangen, werde ich zuerst ein bisschen was über Leiter und tiefe Temperaturen erzählen. Das wissen vielleicht einige von Ihnen schon, aber es ist ja gut, einen gemeinsamen Startpunkt zu haben. Zuerst mal, was ist denn ein elektrischer Leiter? Ein elektrischer Leiter wird in den meisten Fällen auch einfach als Metall bezeichnet, weil alle Metalle elektrische Leiter sind. So ein Leiter hat normalerweise eine sehr geordnete, kristalline Struktur,
Da haben wir hier unsere Atome sitzen. Und die sind so ein bisschen miteinander verbunden, wie mit diesen kleinen Federn, die ich eingezeichnet habe. Und in einem Metall haben wir das aber, dass wir hier noch die freien Elektronen rum haben, die sich quasi hier frei bewegen können. Und wenn wir jetzt einen Leiter nehmen, zum Beispiel ein Kupferkabel, mit dem wir quasi unseren Toaster zum Beispiel anstecken, dann fließt ein Strom. Und dann bewegen sich diese Elektronen von der einen Seite zur anderen. Und die Elektronen, die sich in diesem Leiter bewegen, die kollidieren hier aber teilweise mit den Atomen oder die stören sich auch gegenseitig. Und das ergibt uns einen elektrischen Widerstand. Und dieser Widerstand hängt dann von dem Material ab. Kupfer ist zum Beispiel ein sehr guter Leiter mit einem sehr geringen Widerstand. Aber so ganz ohne Widerstand geht es halt leider nicht. Als Gegenstück dazu haben wir einen Isolator. Der hat auch in vielen Fällen eine geordnete Struktur. Das ist zum Beispiel eine Kaffeetasse oder auch irgendein Plastik oder auch eben die Einhüllung von den Kupferkabeln, weil man will ja, dass der Strom im Kabel entlang fließt und nicht irgendwo eine Abkürzung finden könnte. Und diese Isolatoren unterscheiden sich in dem einen großen Punkt, dass sie eben keine freien Elektronen haben, sondern ihre Elektronen sehr stark an sich binden. Das heißt, wenn wir hier einen Strom anlegen, dann wissen die Elektronen zuerst mal gar nicht so recht, was sie denn tun sollen, weil sie sind eigentlich ganz zufrieden da, wo sie sind. Wenn man jetzt noch einen sehr, sehr starken Strom anlegen würde, kann es sein, dass man sie den doch losreißt und vielleicht das Material auch kaputt macht. Aber im Generellen mögen die Elektronen sich hier nicht bewegen. So, jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Übersicht, bevor wir weitermachen. Ich werde jetzt übergehen zu tiefen Temperaturen. Und danach kommen wir zum Tanz der Elektronen, zur Supraleitung selber. Als nächstes reden wir dann über das mysteriöse Schweben, was von einem magnetischen Phänomen der Supraleiter herrührt. Und ganz am Schluss möchte ich Ihnen dann noch über die sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter etwas erzählen und natürlich über Neutronenforschung an Supraleitern. Denn wie Sie schon gehört haben, komme ich ja vom Heinz-Meyer-Leibniz-Institut hier und messe drum gerne mit Neutronen. Zu den tiefen Temperaturen. So. Wir Physiker verwenden meistens eine andere Temperaturskala, als wie man im realen Leben verwendet. Wir verwenden die Kelvin-Skala, während man meistens hier bei uns die Celsius-Skala verwendet. Und dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was denn diese Zahlen bedeuten und wie kalt eigentlich ist und wie tief die Temperaturen für die Supraleitung tatsächlich sein müssen, habe ich hier diese Skala für Sie. Wir fangen hier bei relativ warmen Temperaturen noch an, bei 0 Grad Celsius. Das ist in Kelvin 273,15. Die nächste Temperatur auf unserer Skala sind minus 18 Grad Celsius. Das wäre die Temperatur Ihrer Gefriertruhe. Die hat auch noch jeder zu Hause, das kann sich auch noch jeder relativ gut vorstellen. Dann der kälteste bewohnte Ort auf der Welt. Da hat man minus 67,8 Grad Celsius gemessen. Das ist im Osten von Russland. Dann aus aktuellem Anlass minus 80 Grad Celsius. Das ist die Temperatur, bei der man die Pfizer-Impfung lagern sollte, damit sie auch nicht schlecht wird. Knapp drunter liegt der kälteste verlässlich gemessene Temperatur auf der Erde. Das wurde in einer Station in der Arktis gemessen. Und alle Temperaturen, zu denen wir jetzt kommen, sind tatsächlich nicht natürlich auf der Erde gemessen worden, sondern entweder im Weltall oder eben in Laboren erzeugt worden. Wie zum Beispiel hier bei minus 145 Grad Celsius ist die Temperatur der Wolken auf dem Jupiter. Und das ist auch ungefähr die Temperatur, bei der wir die höchsten Supraleiter schon haben, also bei minus 140 Grad Celsius. Die nächst tieferen Temperaturen auf unserer Skala sind minus 160 Grad Celsius, das ist die dunkle Seite vom Mond. Und die nächste Temperatur ist tatsächlich eine Temperatur, die sehr wichtig für uns in der Supraleitungsforschung auch ist. Das sind die minus 200 Grad Celsius, das ist die Temperatur, wo Luft und Atem flüssig werden oder auch knapp drüber, wo der Stickstoff flüssig wird. Und hier haben wir ein kurzes Video gemacht. Da habe ich einen Luftballon aufgeblasen und den kühlen wir hier in flüssigem Stickstoff. Sie sehen, der zieht sich schon zusammen, weil das Gas sich zusammenzieht. Und wenn wir den jetzt hier rausnehmen und von hinten mit einer Taschenlampe beleuchten, dann sehen Sie, da schwappt was drin.
Und nein, ich habe nicht so viel reingespuckt beim Aufblasen. Das ist mein Atem, wie er flüssig geworden ist. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Skala, dann haben wir noch 2, 3 Temperaturen mehr. Die nächst wichtige Skala für die Superleitung sind die 4,2 Grad Kelvin. Das sind minus 268,92 Grad Celsius. Das ist nämlich die Temperatur, bei der sich Helium verflüssigt. Dann haben wir drunter noch mit 2,73 Kelvin die kosmische Hintergrundstrahlung, also quasi so mehr oder weniger die Temperatur des Universums. Und dann der Vollständigkeit halber noch den absoluten Nullpunkt. Den kann man tatsächlich nicht erreichen. Das ist aber der Nullpunkt der Kelvin-Skala. Und das ist bei minus 273,15 Grad Celsius. Jetzt, wenn wir uns die Temperatur ein bisschen angeschaut haben, gehen wir über zu dem Phänomen der Supraleitung. Und wir fangen damit an, wie das Ganze denn entdeckt wurde. Die ganze Entdeckung hat damit angefangen, dass es ein großes Wettrennen gab zwischen vielen verschiedenen Laboren, wer es denn schafft, die ganzen Gase abzukühlen und zu verflüssigen. Und wer das Rennen dann tatsächlich gewonnen hat, indem er das Helium verflüssigt hat, war das Labor in Leiden in den Niederlanden. Und das war das Team um Kamerlin Ohms. Und 3 Jahre danach, in 1911, also vor 110 Jahren, hat er und sein Team tatsächlich ein Experiment durchgeführt, in dem sie Quecksilber dann mit diesem Apparat, mit dem sie das Helium verflüssigt haben, auf Heliumtemperaturen runtergekühlt haben. Und was sie da entdeckt haben, hat er hier nur mit dieser ganz kurzen Notiz festgehalten. Hier steht Quick nachenüch nül herhal met hout. Das ist niederländisch für Quick, Quecksilber, ist nah genug an Null und man soll es doch mit Gold wiederholen. Die große Frage zu der Zeit war nämlich, was passiert denn mit einem Metall, wenn wir es auf ganz kalte Temperaturen bringen? Wir wissen, wenn wir ein Metall von Raumtemperatur erhöhen, dann erhöht sich der Widerstand, weil sich die Atome eben ein bisschen mehr bewegen, die Elektronen kollidieren ein bisschen mehr mit den Atomen und es gibt einfach ein bisschen höheren Widerstand. Und wenn man ein Material runterkühlt, also gerade ein Metall runterkühlt, dann verringert sich der Widerstand. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn man sehr nahe an den absoluten Nullpunkt runtergeht? Flacht es ab? Gibt es quasi einen konstanten Widerstand, weil die Atome sich nicht mehr bewegen, aber die Elektronen sich doch noch bewegen? Oder wird der Widerstand unendlich groß, weil die Elektronen sogar einfrieren? Und diese Frage haben Sie hier mit diesem Plot zumindest für Quecksilber beantwortet. Der Widerstand fällt und fällt entlang einer relativ stetigen Kurve, bis es dann plötzlich plumps macht und er einfach so auf Null abfällt. Das war eigentlich was man sich gar nicht erwartet hat. Und das war eine sehr überraschende Entdeckung und das war auch eine Entdeckung, wo sie von Anfang an wussten, okay, das ist was Großes, weil wenn das mit mehreren Metallen geht, dann kann man ja wirklich Strom ohne Widerstand transportieren und es war schon damals bewusst, dass das ein großes Achievement wäre. Jetzt haben sie diese Messung aber mit Gold wiederholt und da haben sie das nicht gesehen. Gold flacht einfach aus und Gold ist aber ein besserer Leiter als Quecksilber. Man hätte sich eigentlich erwartet, dass das auch passiert. Es wurde dann noch viele andere Metalle gemessen und es kam raus, dass einige supraleitend werden. Andere werden nicht supraleitend, also es gibt welche, die hier abflachen und dann die supraleitend werden, haben diesen abrupten Abfall auf Null Widerstand, also drum auch Supraleiter. Und es wurde nicht verstanden, warum das mit manchen Materialien passiert und mit anderen nicht. Und es hat tatsächlich 50 Jahre gedauert, bis jemand daherkam, beziehungsweise 3 Leute daherkamen, die das Ganze erklärt haben. Und diese Erklärung wurde von Bardeen, Cooper und Schrieffer, kam die, eben 1957, und die basiert auf den Cooper-Paaren. Und diese Cooper-Paare gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier unser Metall wieder, da zoomen wir jetzt ein bisschen rein. Wir haben hier unsere schönen Federn zwischen den Atomen. Unsere Atome bewegen sich, wir sind nämlich nicht am absoluten Nullpunkt, das heißt, die vibrieren so ein bisschen vor sich hin. Was passiert jetzt? Wenn wir uns einfach nur mal ein Elektron hernehmen. Elektronen sind negativ geladen, die Atome, wie sie hier sitzen, sind positiv geladen. Und etwas, was positiv geladen wird, ist, das wird ja von was negativ geladenem angezogen. Das heißt, wenn unser Elektron hier durchflitzt,
dann zieht das diese zwei Atome hier so ganz ein kleines bisschen an. So ganz wenig. Ich habe das hier jetzt etwas sehr überzogen gezeichnet, damit man das gut sieht. Und das heißt, wir haben hier eine Gegend, wo die generelle Ladung so ein bisschen positiver ist wie im Rest vom Kristall. Und wenn da jetzt ein anderes Elektron vorbeifliegt und das sieht, dann denkt sich das, oh, toll, da ist es positiv, das finde ich super. Und bewegt sich in diese Richtung. Und so bewegen sich diese zwei Elektronen zusammen durch den Kristall. Und unser Kristallgitter macht quasi eine Laola-Welle durch den Kristall durch. Und diese Laola-Welle nennen wir Physiker Phononen. Weil aufgrund der Teilchen-Welle-Dualismus benennen wir gerne Wellenphänomene auch als Partikel. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, das näher zu erklären. Wichtig ist nur, dass unsere Elektronen von dieser Laola-Welle zusammengehalten werden. Und sie können sich dann zusammen durch den Kristall bewegen. Und wie weit sie sich voneinander trennen dürfen, wird über den Parameter Ki beschrieben. Jetzt ist aber auch noch die Frage, okay, dieses Paar von Elektronen, dieses Cooper-Paar, das, okay, die bewegen sich jetzt zusammen durch den Kristall, aber wieso hat das jetzt weniger Widerstand? Wieso hat das gar keinen Widerstand? Das ist auf der einen Seite, weil die Bindung, die diese zwei eingehen, um die zwei wieder zu trennen, muss man relativ viel Energie aufwenden. Das heißt, wenn die nur mal so schnell gegen ein Atom prallen, dann tut denen das erstmal nichts, da verlieren sie keine Geschwindigkeit, weil das ist denen relativ wurscht, das ist nicht genug Energie, um sie zu trennen. Und dann ist das relativ okay für sie und sie tanzen einfach durch den ganzen Kristall. Und wenn man sich dann noch mehrere, wenn man quasi alle Elektronen in diese Cooper-Paare kondensiert, dann bewegen sich alle wie ganz viele Tanzpaare zu einem choreografierten Tanz und bewegen sich wirklich schön gemeinsam durch den Kristall. Und was jetzt hier noch wichtig zu sagen ist und was Sie vielleicht nicht direkt verstehen werden, was ich aber dann gleich noch mit einem Beispiel nochmal erklären werde, ist, dass Elektronen nämlich gewissen Regeln folgen müssen an tiefen Temperaturen. Und die werden von der Fermi-Statistik beschrieben. Elektronen sind Fermionen und haben einen Spin 1/2 oder minus 1/2. Und für die gelten gewisse Regeln. Wenn sich jetzt aber so zwei Fermionen zusammenpacken, dann haben sie einen geradzahligen Spin, also entweder 0 oder 1, je nachdem, ob es jetzt ein plus 1/2 oder minus 1/2 war. Und dann gelten andere Regeln. Dann sind sie plötzlich keine Fermionen mehr, sondern Bosonen und gehorchen der Bose-Einstein-Statistik. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Ein guter Kollege hat mir ein gutes Beispiel genannt, wie man das dann vielleicht noch ein bisschen einfacher erklären könnte. Stellen Sie sich mal vor, eine Physiker-Studienparty. Die sind heutzutage leider immer noch hauptsächlich von Männern besetzt. Und eine hübsche junge Frau kommt rein durch die Tür und würde gerne sich zur Bar bewegen. Die gute Dame wird jetzt aber dann auf ihrem Weg zur Bar alle paar Meter angesprochen und braucht drum relativ lange, sich durch diesen Raum zu bewegen. Hat die gute Frau aber einen Ehering an und vielleicht sogar noch einen Partner dabei irgendwo auf der Party, dann kann sie sich plötzlich sehr viel freier bewegen. Und es ist immer noch die gleiche junge Frau, aber ihr Grundzustand hat sich geändert. Sie ist von einem Fermium, von einem Single, zu einem Boson in einem Paar geworden. Und dadurch kann sie sich sehr viel freier durch so ein Kristallgitter bewegen. So, jetzt haben wir die elektrischen Eigenschaften der Supraleiter diskutiert. Was jetzt aber noch sehr faszinierend ist, ist, was denn mit Supraleitern im Magnetfeld passiert. Ich habe jetzt hier einen Magneten aufgezeichnet. Ich habe auch hier die Feldlinien eingezeichnet. Das ist ein ganz normaler Magnet. Wenn wir jetzt hier ein Metall reinpacken, nicht Eisen, Nickel oder Kobalt, weil das würde ja angezogen werden von unserem Magneten, sondern sagen wir Silber zum Beispiel, dann passiert da nicht sehr viel. Unsere Feldlinien gehen durch und ja, passiert nichts. Wenn wir jetzt hier aber einen Supraleiter reinpacken, dann biegen sich diese Feldlinien um unseren Supraleiter rum, weil der Supraleiter, der möchte unter keinen Umständen irgendein Magnetfeld in sich drin haben. Es geht sogar so weit, dass der Supraleiter einen ganz feinen Strom an seiner Oberfläche produziert, nur damit dieses Magnetfeld ja nicht reinkommt. Und diesen Effekt kann man nutzen,
zum Beispiel in der Magnetschwebebahn. Und hier haben wir tatsächlich ein paar Experimente für Sie vorbereitet. In diesem Wägelchen vom WMI, vom Walter-Meißner-Institut in Garching, ist ein Supraleiter drin. Und den kühlen wir hier gerade mit Stickstoff runter und setzen ihn auf eine Bahn. Und wenn wir den hier auf seiner Bahn anstupsen, dann fährt der. Das ist eine Magnetbahn, der bewegt sich da relativ frei, der schwebt hier, wenn Sie hier reinzoomen, oder wenn Sie hier gucken, wenn reingezoomt wird, dann sieht man, dass der schwebt und der bewegt sich super. Und Sie sehen auch, dass wenn der um die Kurve geht, der fällt da auch nicht von dieser Bahn runter. Das Ganze geht sogar so weit, dass wenn wir diesen Wagen kopfüber an unsere Magnetbahn wählen, dass der auch nicht runterfällt. Und zwar erst, wenn wir diesen Supraleiter, wenn er wieder warm wird. Wir haben jetzt hier das Video ein bisschen beschleunigt. Das heißt, er macht jetzt gleich plupp, weil er aufgewärmt ist. Aber solange der Supraleiter in seinem supraleitenden Zustand ist, bleibt er hier hängen. Und das ist tatsächlich was, was man sehr gut auch für Anwendungen nutzen kann, nämlich zum Beispiel für Magnetschwebebahnen. Es gibt ja doch schon ein paar Magnetschwebebahnen, die auf normalem Magnetismus basieren. Und da ist es quasi so, dass man magnetische Schienen hat, Magneten in dem Zug selber. Und durch das, dass sich negative Pole gegenseitig abstoßen, schwebt die Bahn. Und wenn man dann quasi Nord- und Südpol abwechselt, kann man die Bahn so nach vorne ziehen. Jetzt ist das aber relativ beschränkt mit normalen Magneten, weil da die Magnetfelder recht beschränkt sind. Das heißt, wenn man das jetzt den Magneten im Zug durch einen Supraleiter ersetzen würde, dann kann man höhere Magnetfelder fahren und dann könnte dieser Zug auch sehr viel schneller fahren. Dazu gibt es tatsächlich schon eine Teststrecke in China. Und in Japan wird tatsächlich auch an einer Strecke gebaut, wo die großen Städte in Japan von so einem supraleitenden Zug verbunden werden sollen. Ich muss jetzt aber sagen, dass ich jetzt ein bisschen geschummelt habe, weil bis jetzt haben wir uns ja nur diese elementaren Supraleiter angeguckt, wie Quecksilber oder Blei oder Zinn. Und mit denen kann man das gar nicht machen, weil die halten gar nicht so ein großes Magnetfeld aus. Wie ich nämlich schon gesagt habe, die möchten das Magnetfeld raushaben. Und das kostet sehr viel Energie. Das heißt, wenn man ein sehr großes Magnetfeld anlegt, dann bricht die Supraleitung leider zusammen. Es wurden aber dann Typ-2-Supraleiter entdeckt. Typ-2-Supraleiter haben sich da einen cleveren Trick ausgedacht. Die wollen eigentlich auch kein Magnetfeld drin haben, aber sie haben sich gedacht, okay, dass wir größere Magnetfelder aushalten, machen wir doch einen Tunnel und lassen dieses Magnetfeld einfach durch unseren Tunnel durch. Und sowas nennt man einen Vortex. Und je höher das Magnetfeld wird, desto mehr Vortices hat man in seinem Material, bis es dann irgendwann auch normal leitend wird. Aber solche Materialien, das sind vor allem Legierungen wie zum Beispiel Niob-3-Zinn oder Niob-Titan, also Mischungen aus verschiedenen Metallen, die können sehr viel höhere Magnetfelder aushalten und sind darum für solche Anwendungen wie in diesem Magnetschwebebahn sehr viel besser geeignet. Und ich habe hier tatsächlich ein schönes Beispiel von einer Nanostruktur mit Vortices, die ein Kollege von mir aus Belgien gemessen hat. Wir haben hier so eine Nanostruktur, die ist 200 Nanometer groß oder klein. Hier im Vergleich haben wir das gleiche Bild neben einem menschlichen Haar. Sie können sich also vorstellen, wie klein das ist. Und wenn man sich da jetzt mit einem Raster-Tunnelmikroskop sowas anguckt, in einem supraleitenden Zustand, dann sieht das zuerst mal so aus und man sieht nichts Großartiges. Hier haben wir unsere Magnetfeldleiste und wir fahren jetzt das Magnetfeld hoch. So, jetzt haben wir hier einen roten Punkt. Das ist tatsächlich unser Vortex, unser Magnettunnel durch diese Nanostruktur durch. Und je höher wir das Magnetfeld fahren, desto mehr von diesen Vortices haben wir hier. Und Sie sehen, die arrangieren sich auch noch schön, weil die stoßen sich gegenseitig ab und wollen sich eigentlich auch nicht berühren. Und das geht so weit wie in dem Fall von dieser Nanostruktur bis zu 6 Vortices. Und wenn wir das Magnetfeld dann noch weiter hochdrehen, dann bricht die Supraleitung zusammen. Und solche Materialien kann man eben gut anwenden, zum Beispiel in einem MRT. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal in einem MRT gelegen sind, wahrscheinlich einige. Aber wussten Sie, dass Sie da in einem supraleitenden Magneten liegen, dass da um Sie herum eine Niob-Titan- oder Niob-3-Zinn-Legierung ist, die mit flüssigem Helium gekühlt wird, um dieses Magnetfeld zu fahren? Naja, jetzt wissen Sie es und das nächste Mal, wenn Sie in so einem MRT liegen, denken Sie vielleicht daran. Und das ist tatsächlich eine Anwendung, die
in den meisten Fällen wirklich auf supraleitenden Magneten und nicht auf normalen Magneten basiert, weil man mit supraleitenden Magneten sehr viel homogenere Magnetfelder erstellen kann und auch größere Magnetfelder für wenig Strom. Das einzige Problem ist eben, dass wir diese Supraleiter runterkühlen müssen. Und diese Kühlungsmittel, in diesem Fall Helium, kosten relativ viel Geld. Und daher wäre es eigentlich schön, wenn wir doch Supraleitung bei Raumtemperatur hätten. Dann wäre das signifikant viel billiger. Ich meine, die, die schon mal ein MRT hatten, wissen, dass das nicht billig ist. Aber so ein MRT ist natürlich nicht wegzudenken aus medizinischen Anwendungen. Ich meine, wenn man sich im Vergleich hier ein Röntgenbild anguckt von einem Knie, da sieht man den Knochen, den sieht man recht gut. Ansonsten sieht man nicht so viel im Detail. Wenn man sich aber die MRT-Bilder daneben anguckt, da sieht man so viel Detail. Da sieht man die ganzen Muskeln und Bänder und man sieht die Struktur vom Knochen. Also so viel Detail, das ist einfach unbeschreiblich wichtig, wenn man wichtige medizinische Entscheidungen treffen will zur Behandlung von solchen, von Verletzungen am Knie zum Beispiel. Und daher sind hier die Supraleiter und die Anwendung der Supraleitung wirklich schon sehr wichtig. Und eben, wie ich schon gesagt habe, diese Anwendungen wären schon noch mal besser, wenn wir doch, wenn die doch bei Raumtemperatur supraleiten würden. Hochtemperatur-Supraleiter, da, wie Herr Petri schon angedeutet hat, da reden wir aber noch nicht von Raumtemperatur, sondern erst von Flüssig-Stickstoff-Temperatur. Die Supraleiter, die wir jetzt bis jetzt angeguckt haben und die man sich bis zu den frühen 80er auch angeguckt hat, das waren Metalle, die keine magnetischen Phasen hatten. Weil man war der Meinung, wenn etwas supraleitend werden soll, dann muss es davor doch zuerst gut leiten. Ansonsten, das macht ja keinen Sinn sonst. Und die Supraleiter drücken die Magnetfelder raus. Da will man doch nicht was Magnetisches in seinem Material haben. Das geht doch gar nicht. Das hat sich eben 1986 geändert, als Bednotz und Müller eine Keramik gefunden haben, die supraleitend ist und die tatsächlich auch magnetische Phasen hat. Wir haben ja gesagt, Keramiken, das sind Isolatoren. Und in ihrem Fall war das eine Kupferoxidverbindung. Und Kupfer kennt ihr, Kupfer haben wir schon gehabt als sehr gutes Metall. Und ein Oxid, also ein Kupferoxid, ist in vielen Fällen auch einfach ein Grünspan. Aber die Legierungen sind teilweise wirklich sehr viel komplizierter. Und um das noch mal ein bisschen zu betonen, habe ich hier diese Zeitskala von der supraleitenden Übergangstemperatur als Funktion der Jahreszahl. Wir haben ja mit dem Quecksilber angefangen und den elementaren Supraleitern. Und dann hatten wir die Typ-2-Supraleiter. Die sind alle noch relativ einfache Materialien. Das sind Legierungen aus zwei Metallen. Das ist noch relativ einfach herzustellen. Aber wenn wir uns jetzt hier angucken, die Kuprate, wie man sie nennt, das sind schon sehr komplizierte Materialien. Aber wir haben auch sehr hohe supraleitende Temperaturen hier schon. Und hier, wie schon gesagt, die Flüssig-Stickstoff-Grenze. Das heißt, diese Materialien können wir mit flüssigem Stickstoff kühlen, um sie supraleitend zu machen und brauchen nicht mehr Helium, was schon sehr viel billiger ist. In den 2000ern wurden dann tatsächlich noch Materialien entdeckt, die Eisen drin haben. Viele von Ihnen wissen vielleicht, Eisen ist ein Ferromagnet und die werden trotzdem supraleitend. Also alles, was man bisher über Supraleitung wusste, hat sich da irgendwann auf den Kopf gestellt. Und was man dann auch herausgefunden hat, ist, dass der Mechanismus für Supraleitung, das ist gar nicht mehr unsere Laola-Welle. Die Elektronen werden aus irgendeinem anderen Grund zusammengehalten. Und man ist sich heutzutage einig, dass das Magnetismus ist. Allerdings muss man immer noch dran forschen, warum genau das so ist. Weil dieses Rätsel haben wir tatsächlich noch nicht gelöst. Und das ist etwas, an dem wir alle noch sehr gespannt dran forschen. Weil wenn wir das mal verstehen, dann gibt es vielleicht irgendwann Raumtemperatur-Superleitung. Nichtsdestotrotz, wir müssen es nicht unbedingt verstehen, um es verwenden zu können. Wir kommen wieder zurück von unserem Kabel von ganz am Anfang. Und es wurde tatsächlich letzten Herbst das Superlink-Projekt beschlossen. Hier wird in München ein 12 Kilometer langes supraleitendes Kabel geplant von München-Menzing zum Lastschwerpunkt Süd. Und das ist eine Kollaboration von den Stadtwerken München, von der Firma in Ismaning, vom KIT. Und da wird geforscht, dass man diese Superleiter noch weiterentwickelt, dass man wirklich so lange Kabel machen kann
Und dann wird es umgesetzt. Und die Vorteile davon sind zum Beispiel, dass man sich durch diesen fast, also der Superleiter hat keinen Widerstand, aber durch das, dass man das in ein Kabel bauen muss und auch ans Netz anschließen muss, hat man halt doch ein kleines bisschen Verlust da jeweils. Aber es ist irgendwie schon 300 Mal weniger Verlust, den man sonst hat. Und man würde sich in diesem Fall von diesem 12 Kilometer langen Kabel, ich meine 12 Kilometer ist nicht viel, 8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sparen. Das ist der Jahresverbrauch von 2000 Haushalten. Also nur allein durch diese 12 Kilometer spart man sich den Jahresverbrauch von 2000 Haushalten. Und was noch besser ist, die Supraleitungskabel entwickeln keine Wärme, so wie die Kupferkabel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Föhn eingesteckt hat und das Kabel angehalten hat, während man da mit 2000 Watt sich die Haare föhnt, der merkt, dass dieses Kabel auch warm wird. Das heißt, diese Kupferkabel, die kann man nicht so nah beieinander lagern, sondern die überhitzen irgendwann. Mit den Supraleitungskabeln ist das kein Problem, weil die werden in sich drin von Stickstoff gekühlt. Das heißt, man kann die auch sehr platzsparend lagern und sie können auch sehr viel mehr Strom tragen als ein Kupferkabel der gleichen Größe. Das heißt, diese supraleitenden Kabel wird man durch die gleichen Kanäle ziehen, wo die alten Kabel waren. Das heißt, der Aufwand, wie man München quasi umgraben muss auf diesen 12 Kilometern, ist auch sehr reduziert dadurch. Und das ist halt schon nochmal ein großer Vorteil, weil man liegt ja sonst einen relativ großen Teil der Stadt lahm. Es gibt dann noch eine weitere Anwendung von diesen Supraleitern, den Hochtemperatur-Supraleitern, und das ist zwar für Magneten. Wie schon gesagt, fürs MRT verwendet man meistens diese Typ-2-Supraleiter-Legierungen, aber in den Forschungslaboren verwendet man sehr viele Hochtemperatur-Supraleiter-Magneten. Zum Beispiel, viele von Ihnen haben vielleicht vom CERN gehört in der Schweiz. Da gibt es auf diesem Ring massig viele supraleitende Magneten. Und dann gibt es solche kleine Devices, die nennen sich Squids oder Superconducting Quantum Interference Device. Mit denen kann man sehr genau Magnetfelder messen und damit auch sehr genaue Ströme messen. Und sowas findet Anwendung in Magnetlaboren, aber auch in neurologischen Laboren, wo man die Ströme im Gehirn messen kann, weil das sind sehr kleine Ströme, die man sehr genau messen möchte. Und für sowas braucht man ein sehr genaues Messgerät, zum Beispiel einen Squid. Wir verwenden natürlich dann am MLZ und an anderen Großforschungseinrichtungen, wie zum Beispiel auch dem BESSI und dem DESI, Probenumgebung mit Magneten, weil wir möchten ja gerne unsere Proben auch in Magnetfeldern messen. Und viele dieser Magneten sind auch supraleitende Magneten. Und zum Beispiel die Instrumente am MLZ Reseda und das JNSE verwenden auch supraleitende Magneten. Das hier ist zum Beispiel unser neuer supraleitender Magnet am Reseda. Der ist vor ein paar Wochen aus Neuseeland angekommen. Auf den sind wir super stolz und wir freuen uns jetzt schon, mit dem zu messen. Und wenn wir jetzt eh schon beim Reseda sind, dann gehen wir doch über zur Neutronenforschung mit Supraleitern. Warum forschen wir überhaupt noch an Supraleitern? Ich glaube, ich habe es mittlerweile recht klar gemacht, dass eben der heilige Gral hier Supraleitung bei Raumtemperatur bzw. 300 Kelvin wäre. Und um den zu erreichen, müssen wir noch relativ viel forschen. Aber wieso machen wir das denn mit Neutronen? Da gab es 1994 den Nobelpreis dafür, dass Neutronen zeigen, wo die Atome sitzen und was die Atome tun. Weil das kann man sehr gut mit der Neutronenstreuung sehen. Und das wird auch heute noch genutzt. Seit 2008 zum Beispiel allein gab es 144 Publikationen zur Neutronenstreuung an Supraleitung am MLZ alleine. Das heißt, es ist wirklich noch ein sehr heißes Forschungsthema, an dem wir alle eigentlich noch sehr gespannt forschen. Jetzt habe ich gesagt, Neutronen können uns sagen, wo denn die Atome sitzen. Das kann man zum Beispiel mit einem Diffraktometer, wie es hier steht, das SPODI. Und wie funktioniert denn Diffraktion? Ich habe das jetzt hier mal skizziert. Wir können uns vorstellen, wir nehmen einen Ball und schmeißen den auf einen Kristall. Nur das in unserem Beispiel hier, unser Ball ist ein Neutron und nicht ein richtiger Ball. Die Neutronen kommen von unserem Forschungsreaktor. Ich habe aber leider keine Zeit, den Forschungsreaktor sehr genau zu erklären. Sie können dazu gerne Fragen stellen. Der Herr Petri kann die dann sicher noch im größten Detail auch beantworten. Auf jeden Fall werfen wir unsere Neutronen auf unseren Kristall oder auf unsere Probe und die streuen an unserer Probe und landen dann auf einer Leinwand hier oder einem Detektor. Damit wir hier dann wirklich erkennen können, wo die Atome sitzen, nutzen wir eine Eigenschaft von den Neutronen. Ich habe vorhin schon mal den Welle-Teilchen-Dualismus
erwähnt. Das gilt auch für den Neutron. Und Neutronen haben auch Welleneigenschaften. Und so ein Neutron wird einem Kristall gebeugt und wir kriegen ein Beugungsmuster. Das sieht zum Beispiel so aus. So ein Beugungsmuster sagt uns, wo die Atome in unserem Kristall sitzen. Und eine der ersten Fragen, die man sich gestellt hat, als man Neutronensteuerung an Supraleitern gemacht hat, 1955, war, okay, unsere Phononen führen zur Supraleitung. Aber die Phononen sind doch eigentlich diese Laola-Welle durch den Kristall. Ändert sich der Kristall denn, wenn wir in die supraleitenden Zustand gehen? Und wie man hier zum Beispiel sehen kann, das ist Niob-13. Diese Peaks, die die Struktur von den Atomen quasi darstellen, die sind hier auf der gleichen Position wie hier. Und hier in Rot, rot wie warm, sind wir im normalleitenden Zustand und hier schwarz im supraleitenden Zustand. Das heißt, die Position der Atome hat sich nicht geändert. Aber was hat sich denn geändert? Und um herauszufinden, was sich geändert hat, dann gehen wir vom Diffraktometer zu einem Spektrometer. Es gibt ganz viele verschiedene Spektrometer. Wenn man es runterbricht, ist ein Spektrometer ein Instrument, mit dem man sehr genaue Geschwindigkeitsmessungen durchführen kann. Und zwar, wir möchten ja Geschwindigkeitsmessungen an Neutronen, an sehr, sehr kleinen Teilchen machen. Und das kann man eben mit einem Spektrometer machen. Da ich nicht unendlich viel Zeit habe, werde ich nicht alle Spektrometer erklären, sondern werde das Spektrometer erklären, an dem ich arbeite und das Sie hier auf diesem Bild sehen, das Reseda. Das Reseda ist ein resonantes Neutronen-Spin-Echo-Spektrometer. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber schauen wir doch, dass wir das nicht ein bisschen einfacher auch erklären können. Wir nehmen uns hier so ein Neutron. Ein Neutron, wie der Name schon vermuten lässt, ist tatsächlich neutral geladen, also nicht wie ein Elektron negativ oder ein Proton positiv, sondern neutral. Aber es hat einen Spin. Spins hatten wir schon mal kurz erwähnt. Im Fall vom Neutron können wir uns das vorstellen, wie dass dieses kleine Neutron einen kleinen Stabmagneten mit sich rumträgt. Und dieser Stabmagnet zeigt entweder mit Süden nach oben oder mit Norden nach oben. Und diese Zustände beschreiben wir einfach als Up oder Down. Wir haben hier ein Neutron mit einem Upspin. Wenn jetzt so ein Spin oder so ein Stabmagnet in ein Magnetfeld kommt, dann fängt er an zu kreiseln. Er kreiselt und kreiselt und kreiselt und kreiselt, bis er ans Ende kommt und das Magnetfeld stoppt. Wenn wir jetzt genau wissen, okay, wir haben hier ein Magnetfeld angelegt, wir wissen, wie lang das ist, die Strecke hier, wir wissen, wie stark das Magnetfeld ist, da wissen wir tatsächlich, wie oft sich dieser Spin gedreht hat. Das können wir ausrechnen. Und wir wissen auch, ob er in welche Richtung er zeigt, nach oben. Also ob er quasi hier ist oder hier ist oder hier ist. Das können wir alles berechnen. Und daraus können wir dann quasi unsere Informationen holen. Und zwar in einem Spin-Echo-Spektrometer haben wir so eine Magnetfeldstrecke, wo wir unsere Neutronen durchschicken. Dann haben wir unsere Probe. Und dann haben wir nochmal genau die gleiche Magnetfeldstrecke, bloß dass wir das Magnetfeld in die andere Richtung anlegen. Das heißt, solange wir keine Probe hier haben, kommt das Neutron, der Spin kreiselt, 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 kreiselt. Dann fliegt es durch den Ort von der Probe durch, kommt in das nächste Magnetfeld und weil das Magnetfeld in die andere Richtung zeigt, kreiselt es zurück. Und am Schluss sieht der Spin wieder genauso aus wie am Anfang. Und das können wir messen. Wenn wir jetzt aber hier eine Probe haben, stellen wir uns jetzt mal eine ganz einfache Probe vor. Ein Glas Wasser zum Beispiel. Ein Glas Wasser, die H2O-Moleküle darin, die bewegen sich, weil es ist eine Flüssigkeit. Und die diffundieren, wie wir das nennen, mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das können wir tatsächlich messen, wie schnell denn das passiert. Wenn nämlich unser Neutron so ein H2O-Molekül trifft, dann ändert es seine Geschwindigkeit. Entweder wird es schneller oder langsamer. Und das heißt, auf dem Rückweg durch das negative Magnetfeld dreht es sich nicht mehr ganz so oft, beziehungsweise öfter. Und dieser Unterschied in dieser Drehzahl, den können wir messen. Und daraus können wir quasi dann wirklich Geschwindigkeiten bestimmen. Und mit dem Wasser ist es ein relativ einfaches Beispiel, aber wir können das auch anwenden auf magnetische Materialien und auch auf unsere Supraleiter. Wir können zum Beispiel die magnetischen Phänomene, die eventuell zur Supraleitung führen, bei Hochtemperatur-Supraleitern untersuchen. Wir können zum Beispiel gucken, da gibt es Spinwellen oder Magnonen. Bewegen die sich? Auf welcher Zeitskala bewegt sich so etwas? Oder wir können uns auch unser Vortex-Gitter angucken und gucken, wie schnell sich denn das bewegt.
So, ich komme jetzt auch langsam schon Richtung Ende und möchte da jetzt nochmal betonen, dass Wissenschaft immer Teamwork ist. Das heißt, es macht bei uns sicher niemand alleine irgendwas, es schafft niemand alleine etwas. Und ich bin nur hier, weil ich super viele tolle Kollegen habe, die mich unterstützt haben hier. Das haben wir Kollegen, die Probevorträge angehört oder mit Bildern geholfen. Und dann natürlich das Team von der Presse, die das überhaupt erst hier ermöglicht haben. Und dann natürlich meine Kollegen am Reseda, die auch immer mit dabei sind und die immer sehr hilfsbereit sind. Und ich möchte mich einfach bei allen bedanken. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, möchte ich noch mal kurz auf ein Thema ansprechen, das mit Supraleitungen sehr viel zu tun hat tatsächlich, obwohl man es eigentlich nicht meinen würde, ist die Grundlagenforschung. Supraleiter haben zwar sehr viele Anwendungen, aber viele Sachen, die wir an den Supraleitern erforschen, die haben nicht direkt eine Anwendung. Und beziehungsweise wir wissen nicht, was die Anwendung ist, weil vielleicht kommt in 20 Jahren jemand und sagt, wow, was ihr da vor 20 Jahren erforscht habt, das ist super, das kann ich jetzt verwenden, um noch einen noch besseren PC zu bauen. Der wird dann noch schneller und noch besser und braucht noch weniger Strom. Aber sowas können wir zum Beispiel nicht voraussagen. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass man trotzdem Grundlagenforschung macht und dass das auch ein bisschen gefördert wird und dass das auch ein bisschen sichtbar ist, dass eben Forschung nicht immer ein direktes Anwendungsziel braucht, weil man muss quasi diese Toolbox, die man für Anwendung braucht, füllen. Und zwar mit Grundlagen. Und damit komme ich jetzt zum Ende und hier zu meiner Take-Home-Message. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass es mittlerweile schon ein paar coole Anwendungen von Supraleitern gibt, wie das MRT. Vielleicht denken Sie ja das nächste Mal in einem MRT daran, dass Sie jetzt in einem großen Supraleiter liegen. Und dann natürlich die Stromkabel, die langsam aber sicher dafür sorgen werden, dass wir beim Stromübertragung sehr viel mehr Strom sparen werden. Aber wir sind hier immer noch auf unserem Rennen zu unserem heiligen Gral der Raumtemperatur-Superleitung. Und dafür brauchen wir unsere Grundlagenforschung und müssen verstehen, wie denn die Welt, wie Magnetismus, wie Supraleiter funktionieren. Und hiermit möchte ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass Sie jetzt doch ein paar Fragen für uns haben. Ja, Frau Jochum, vielen Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Und meine Take-It-At-Home-Message ist, ich habe gelernt, warum es Sinn macht, ich als Familienmensch verheiratet zu sein. Gepaart lässt sich viel besser bewegen. Vielen Dank für diese tolle Symbolik. So, ich habe am Anfang zwei Fehler gemacht. A, habe ich vergessen, mich selber vorzustellen. Mein Name ist Winfried Petri und ich habe diese Forschungsneutronenquelle mit anderen erbaut, an der Frau Jochum heute arbeitet. Und der zweite Fehler war, ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, dass Sie im Chat Fragen stellen sollen. Es sind Gott sei Dank welche eingetroffen. Ich sehe, Sie sind erprobte Zuhörer hier. Also ich bitte jetzt auch noch weitere Fragen im Chat zu stellen. Ich habe hier einen Rechner und kann die dann lesen. So, und ich lese jetzt mal die erste Frage, oder ich interpretiere sie, die gestellt von uns ist eine sehr wichtige Frage. Also einer Ihrer Zuhörer, es waren übrigens an die 200 oder etwas über 200, grundsätzliche Argumente für oder gegen Supraleitung bei Raumtemperatur. Also können wir Raumtemperatur erreichen? Gibt es ein grundsätzliches Argument dafür oder dagegen? Also ich würde sagen, es gibt kein grundsätzliches Argument dagegen. Die Leute, die die Pressemeldungen beobachtet haben, haben vielleicht auch festgestellt, dass es im letzten Jahr tatsächlich eine Meldung gab von Raumtemperatur-Supraleitung. Allerdings hatte die einen Haken. Und zwar war die bei sehr, sehr hohem Druck. Und wenn ich sage sehr hohem Druck, dann meine ich 75% von dem Druck, der in unserem Erdkern herrscht. Das heißt, theoretisch ist es möglich. Die Frage ist, ob es praktisch möglich wird. Darf ich etwas positiver Sie sogar antworten? Gerne. Dadurch, dass wir ja also unter, sagen wir mal, künstlichen Bedingungen sehr hohem Druck wirklich Supraleitung bei Raumtemperatur haben, gibt es kein prinzipielles Argument dagegen. Im Chat wurde argumentiert, das wäre quantenmechanisch nicht möglich. Dem möchte ich damit eigentlich klar widersprechen. Es ist möglich, ist auch schon geschehen. Natürlich bei Drücken, die vollkommen technisch unrealistisch sind. So, eine weitere Frage war, und die bezieht sich auf Ihre Tätigkeit an der Forschungsneutronenquelle, an Ihrem Instrument. Supraleitung am Instrument Reseda. Was sind die technischen Herausforderungen auf so tiefe Temperaturen? Ich helfe etwas bei der Frage, nämlich 4 Kelvin zu kühlen.
4 Kelvin sind tatsächlich überraschend einfach. Das sind tatsächlich Temperaturen, bei denen wir sehr oft messen und die relativ einfach für uns mit unseren Kryostaten erreichbar sind. Wir haben hier tatsächlich Closed Cycle Cryostat, nennen sich sowas. Das basiert auf Helium, das unter Druck gekühlt wird. Und damit können wir eigentlich bis 3,3 Kelvin problemlos runterkühlen, ohne dass wir sogar flüssige Kühlmittel brauchen. Schwieriger wird es, wenn wir dann kälter gehen wollen, weil dann brauchen wir Helium-3-Kryostaten. Das Helium-3 ist sehr, sehr teuer und da muss man sehr gut aufbauen, dass man das nicht unterwegs verliert. Oder sogenannten Dilution-Fridges, die relativ kompliziert sind und mit denen man dann aber in den Millikelvin, also bis zu 50 Millikelvin schaffen wir schon, Bereich kommen können. Aber so ein Experiment muss man dann sehr lang vorbereiten, weil bis man die Probe mal so kalt hat, das dauert. Aber 4 Kelvin, das schaffen wir in 2-3 Stunden. Ja. Und vielleicht sollte man ergänzen, diese euphorisch genannten Hochtemperatur-Supraleiter werden ja Supraleiten bei Temperaturen von Flüssigstickstoff und etwas höher. Und Flüssigstickstoff ist ein technisch sehr einfach verfügbares Medium. Sie sehen oft auf der Autobahn diese, ich nenne sie Wellblechlastwagen von Linde oder anderen Firmen. Dort wird Flüssigstickstoff transportiert, ist also kein Problem. Dass das nicht so ein Problem ist, sehen Sie auch daran, dass jetzt in München seit einem Jahr dieses Projekt ist für ein Hochtemperatur-Supra-Kabel. Und das wird dann genau eben mit Flüssigstickstoff gekühlt. Vielleicht noch eine Information. Wir können ja sehr gut isolieren. So, dass also, wenn einmal heruntergekühlt ist, die Temperatur bleibt und die Verluste, die Wärmeverluste durch Wärmeleitfäden sehr gering sind. Und wenn man so ein Kabel, wie es hier ist, quasi anfasst, dann merkt man gar nicht, wie kalt es drinnen ist. Das ist auch noch sehr faszinierend. Ja. Und man sollte vielleicht auch noch dazu hinzufügen, dass Stickstoff, durch das, dass ja der Großteil der Luft quasi aus Stickstoff besteht, ist Stickstoff auch sehr umweltfreundlich. Es ist noch eine Frage im Chat gekommen, wo ich etwas interpretieren muss. Was passiert bei einer schnellen Rotation von Supraleitern? Okay. Also wenn man jetzt einfach einen Supraleiter nimmt und den schnell rotiert. Ja, was damit gemeint, wenn Sie einfach... Ja, ich frage mich gerade, was man damit gemeint hat. Oder nichts passiert. Ich würde auch sagen, nichts passiert. Also nichts passiert, Spannendes zumindest. Ja. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass da nichts Großartiges passiert. Wenn jetzt nicht in irgendwelche noch Details zu der Frage kommen. Ich sehe zu dieser Frage jetzt keinen weiteren Details. Moment mal. So. Ja, noch eine Frage. Meinen Sie, dass also Supraleiten wirklich Stromleitung, dass das in, sagen wir mal, in absehbarer Zukunft eine große Rolle spielen wird? Oder ist das, was hier in München passiert, was in Essen bereits passiert ist vor 3 oder 4 Jahren, diese 1 Kilometer lange Leitung, sind das Einzelfälle, die dann auch wieder versanden werden? Also ich denke, dass das schon mehr und mehr kommen wird, durch das, dass dieses Pilotprojekt in Essen eigentlich sehr gut funktioniert hat und eigentlich alle sehr zufrieden war. Und man hat da auch sehr viele Störungen getestet und sehr viel wirklich geguckt, ob das auch alles sicher ist, ob das alles funktioniert, ob das Netz ausfallen kann. Und das hat alles reibungslos funktioniert. Da waren also wirklich alle Partner sehr zufrieden damit. Also ich glaube, dass das mehr und mehr kommen wird, vor allem in Ballungszentren, wo der Platz wirklich knapp ist und der Strombedarf eben sehr hoch. Weil eben man kann sehr viel mehr Strom transportieren mit den gleichen Kabelgrößen. Man verliert viel weniger Strom. Das heißt, der gleiche Strom, den man transportiert, versorgt noch mal mehr Haushalte. Also ich glaube schon, dass das kommen wird, dass das überall im Endeffekt irgendwann kommt. Lassen Sie mich Ihnen noch eine Frage stellen. Ist es eigentlich technisch sehr kompliziert, so ein Hochtemperatur-Supraleitungskabel herzustellen? Ja, diese Kabel, das ist tatsächlich die Krux an den Hochtemperatur-Supraleitern. Das sind Keramiken. Sie können sich ja vorstellen, so ein Metallkabel zu machen, das kann ein bisschen anschmelzen, das kann man relativ gut formen. Aber aus so einer Keramikkabel zu machen, das ist schon eher sehr schwierig. Diese Hochtemperatur-Supraleiterkabel bestehen quasi wirklich daraus, dass man dünne Schichten produziert. Man hat da meistens ein Magnesiumoxid-Substrat, auf die man diese Supraleitermaterialien aufdampft und guckt, dass die wirklich in einem schönen, dass die da quasi wachsen in sehr dünnen Schichten. Und das ist schon ein sehr komplizierter
Prozess. Man braucht hohes Vakuum dafür, man braucht sehr reine Materialien dafür. Man muss wirklich die ganze Umgebung sehr gut kontrollieren. Es ist also wirklich sehr kompliziert. Aber es ist nichts, was nicht machbar ist in guten Laboren und was nicht auch industriefertigbar ist in der nahen Zukunft. Das ist nur eine Frage der Entwicklung im Endeffekt. Damit haben Sie auch die Antwort zu einer Frage gegeben. Kabeldicke, spielt das eine Rolle? Denn im Endeffekt kann man die Schicht so dicht wachsen, wie man möchte. Und im Endeffekt hat man auch, kann man quasi auch mehrere von diesen Substraten mit den Schichten in die Kabel packen. Was ist denn so eine reale Dicke von so einem Kabel? Mikrometer? Also das Kabel im Endeffekt selber ist schon vergleichbar mit einem normalen Kabel. Aber die supraleitende Schicht? Das sind Nano bis Mikrometer, also das ist wirklich... Also verehrtes Publikum, nehmen Sie das mit sich. Wegen der Supraleitung, Sie haben nicht mehr hier ein, was weiß ich, fingerdaumendickes Kabel, sondern Sie haben ein mikrometerdickes Kabel. Ja? Dissipations-, reibungsfrei macht es möglich. Mhm. Gut. Frau Jochum, ich danke Ihnen für diesen sehr schönen Vortrag. Auch im Internet habe ich gesehen, Ihre anschaulichen Erklärungen sind sehr gut angekommen. Sehr gut. Ein Beispiel, das Physik eben doch sehr gut verständlich ist. Wir beenden aber diesen Abend nicht, ohne den nächsten Vortrag anzukündigen. Am Mittwoch, den 24. März, hören wir einen Vortrag von Frau Michaela Ziegmann, wieder eine Dame. Sehr gut. Infrasensorik als neuer Wächter über die Gesundheit. Sie sind herzlich willkommen, auch an diesem Mittwoch dann, also in 3 Wochen, sich einzuschalten. Frau Jochum, ich danke Ihnen vielmals für diesen sehr schönen Vortrag. Vielen Dank.